Alola, liebe Pokémon-Freunde und willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Mond bzw. heute zur Prüfung von der Wasserprüferin Tracy. Den ich gerade so, ich sag mal, geil auf dem Kampf ist, aber ich denke mal, sie wird dann wahrscheinlich doch im Kampf dominanter werden, als sie jetzt wirkt. Deshalb bin ich mal ziemlich gespannt. Am ersten Mal kommt ihre komische Prüfung. Und das bedeutet, wir machen den Herrscher, der hier sein Unwesen treibt, den Chaos. Das ist eine ziemlich komische Rede, wenn wir irgendwie den Chaos machen. Was ist denn ein Chaos? Keine Ahnung. Aber jetzt müssen wir uns ein Lapras, ist nämlich ein schwimmendes Pokémon. Und das rufen wir mal ganz flott, damit wir hier rüber schwimmen können. Boah, das sieht so stylisch aus. Wie kann man nur so schwimmen? Wie geht denn das? Keine Ahnung, aber er, sie, es kann es. Hier ganz durch das Gebüsch. So, noch mal eine Runde schwimmen. Bitte, danke. Hier noch durch. Gerade so ein schlechtes Wetter. Das macht ja nichts. Wir sind ja nicht aus Zucker. Aber sie ist aus Zucker. Die ist echt ziemlich süß, aber ich denke, die wird doch, wenn sie hart auf hart kommt, doch ziemlich dominant. Otaku. Du hast meine Prüfung also noch nicht bestanden, was? Ich habe nicht mal angefangen, ich war nur... ich weiß, Mann. Besiege den Herrscher, der im Wasser seinen Wirbel macht. Und beweise dich dadurch. Ich empfehle dir Attacken vom Typ Pflanze oder Elektro, die ich beide nicht habe, das ist echt super. Das sollte dir Vorteile bringen. Ich brauche keine Vorteile. Auch die Items X Spezialverteidigung oder Angriff Plus können sogar hilfreich erweisen. Aber ein Herrscher ist und bleibt ein Herrscher. Du musst ihn mit jedem Pokémon vorsehen. Ich weiß. Ach ja. Und natürlich muss das nächste Mal diese Prüfung bestehen, um ihr Pokémon fangen zu können. Also dann, möge meine Prüfung beginnen. Die Prüfung beginnt. So. Lapras, komm her. Hops. Da gucken wir mal, was da so einen Wirbel macht. Was ist es? Wirbel, hallo? Da ist er. Na? Donner und Blitz haben plötzlich eingesetzt. Lapras bekommt Angst. Was ist es? Wow! Was bist du denn? Growl. Auf jeden Fall kein Kyogre. Was bist du denn? Ist es auch ein Lusardin? Okay, Lusardin mit Z-Aquium? Oder wie das heißt? Ist das dasselbe Pokémon? Ich denke mal, wenn es eine Entwicklung wäre, würde es anders heißen. Doppel-Lusardin oder sowas, oder wie das aussieht. Echt ziemlich cool vom Design her. Eine Fusion aus 1000 kleinen Sardinen. Gott, wie ich aussehe. Badehose, BH und natürlich ein Radlerhelm. That's sexy. Na gut, schleppen wir erstmal kurz ab. Dann gucken, wie du schmeckst. Ah, nicht gerade so gut. Oliver 20 sehe ich gerade. Und Überflutung. Es könnte ein bisschen... Kommt doch so ein Monsterviech. Oh, so süß. Das sollen beide dasselbe Pokémon sein. Das Viech. Und der Kleine. Das macht Sinn. Okay, Nachtin macht zumindest ein bisschen mehr hoffentlich. Lusardin groß. Der macht ein bisschen mehr Probleme. Okay, oder auch nicht. Also heilen sie gegenseitig. Ist auch nicht gerade so stark. Okay, wenn der Herrscher echt mit
Zweifels K.O. ist, dann bin ich ein bisschen enttäuscht, aber ein kleines bisschen. Und ich bin ein bisschen enttäuscht von meiner 3DS-Performance, dass es so 3 Stunden dauert, bis endlich mal was geht. Das war im letzten Part auch so nervig. Komm schon. Zeig, dass du ein Herrscher bist. Zeig. Okay, zumindest ein bisschen. Er gibt sich nicht geschlagen. Aquaknarre. Dann bin ich ungefähr auf 10. Oder einfach mal auf 0. Okay, ich nehme alles zurück. Der macht doch ein bisschen Probleme. Okay, Google hat gerade nach doch ein bisschen Probleme gegoogelt. Also mein Handy wird jetzt echt ein bisschen komisch, dass er immer wieder mal die Spracheingabe irgendwie aktiviert. Auch wenn ich ganz normal YouTube gucke oder Fernsehen gucke, auf einmal meint er, dass ich irgendwas sage und dann googelt er einfach irgendwas. Oder sagt, falls du das nicht verstanden hast, oder falls du gerade etwas gesagt hast, habe ich es nicht verstanden. Wo ich mir denke, habe ich was gesagt? Hä? Das ist echt ein bisschen komisch. Aber gut. Das war jetzt mal off-topic. Und Flying Whipple macht nicht gerade so viel Schaden. Moment. Ich hab doch da was. Ganz ruhig. Moment, da hole ich erstmal ein anderes raus. Vielleicht ein bisschen was aus. Vogel müsste ein bisschen was aushalten. Ich habe doch da was in Ratzefern bekommen. Nämlich einen Belieber. Den könnte ich ja bei Dings einsetzen. Aquaknarre, mach es nicht kaputt. Nicht kaputt machst, habe ich ein kleines Problemchen. Jetzt habe ich ein kleines Problemchen. Ich habe das beschissenste Team, was es gibt. Und check es. Der wird ja komplett aufgeweicht. Gib mir nur eine Runde, damit ich Dings wiederbeleben kann. Das Dings vom Tag. Ich habe sogar 5 Beleber. Jetzt habe ich so viele Beleber. Okay, nach Shadow. Jetzt habe ich noch ein bisschen Schiss, dass der kleine Lusalien den Riesen. Das geht ja gar nicht, dass er der Herrscher. Check, das war irgendwie schon klar. Huiuiui. Uiuiui. Bald muss das Ei kämpfen. Das wird ein Spaß. Okay, Shadow. Zerstör. Lusadin. Komm schon. Du schaffst das. Ich weiß es. Die Spannung steigt. Bring it down. Ja! Und tschüss. 1000 Erfahrungspunkte. Holy moly. Shadow Woly. 22? Ne, nicht ganz. Flying Reaper. Ist 18. Volljährig. Super. Jetzt hat er kleine Pups und dann haben wir schon. Außer er ruft nach Hilfe, dass ein anderes keiner kommt. So, er hält sich auch noch ein bisschen. Okay, von dem Kleiner war jetzt nicht so viel Schiss, da kann ich jemand anders noch kurz wiederbeleben. Weil ich nichts anderes da habe. Nervig. Weil das brauche ich nicht gar nicht, denn ich habe noch Schnurriput da. Und Jack ist ein Vogel, okay. Bringt auch nicht gerade so viel. Okay, dann lass ich es mal. Opfer mal Shadow für Lusadin. Oder ich mache es down, mal gucken. Aber ich denke jetzt mal nicht, dass ich das so reinhaue. Oder... Ne, schade. Und tschüss. Trotzdem danke, du hast eine riesige Hilfe. Dann... Ei? Ne, geht ja nicht. Ah, ne, kann ich kämpfen, das weiß ich schon. Das war doch nur ein Witz.
Ich versuch's mal, Flying Reaper. Just for fun. Zerpflück es. Ich hoffe, es ist flott genug. Macht kaputt. Ja. Super. Du besiegst los, Sardin. Ach, wie schön. War echt ziemlich spannender Kampf. Ach, so nass. So nass um die Windel rum. Das gefällt mir gar nicht. Aber statt die Windel zu wechseln, finden wir es einfach trocken. Ich sag immer wieder, ich wäre so ein guter Vater. Einfach mal die Windel trocken föhnen und alles ist wieder gut. Cool. Und gut ist auch, dass der Herrscher down ist. Und der Regen ist weg. Was habe ich denn für einen Hochsitz? Hi Tracy. Bravo Taco. Bitte, komm jetzt mit zurück. Okay. Ist eine Wasserrutsche drauf? Wow. Also, ich bin wirklich hin und her gerissen. Einerseits bin ich traurig, weil meiner mit großer Hingabe trainierte Lusardin besiegt wurde. Andererseits möchte ich dir ganz herzlich zu deiner bestandenen Prüfung gratulieren, Otaku. Das ist wirklich eine reife Leistung. Respekt. Hier, das ist für dich. Was kriege ich? Ui. Das sagende Boben, Hui. Prüfung bestanden. Das müsste das Aquium Z sein. Oder? Und jetzt passt gut auf. So und nicht anders geht die Pose für die Z-Kraft vom Typ Wasser. Alles klar. Aber das ist noch nicht alles. Du bekommst mehr in die Angel. Nur echt mit meinen Wasserzeichen. Ah, ist das schön? Ich kann Carpodas fangen. Super. Lass mir das mal erklären. Möchtest du den Pokémon angeln, packst du nur Felsen im Wasser und untersuchen. Sobald der Schwimmer der Angel versunken ist, leistet das Pokémon heftigen Widerstand. Und wenn dann das Ausrufezeichen erscheint, musst du augenblicklich den A-Knopf drücken, um eine Leine zu ziehen. Willst du das geangelte Pokémon fangen, bieten sich dafür Tauchbälle wie diese an. Ah, danke, super. Die volle Ausstattung. Echt eine coole Trainerin. Eine Prüferin. Wusstest du übrigens, dass ich sogar mal ein rotes Garados langgezogen habe? Das habe ich auch schon. Vor langer, langer Zeit. Wirklich? Das habe ich auch schon vor ein paar Generationen gemacht. Das war ganz normal. Was übrigens sogar als Shiny zählt, wer es nicht weiß, echt sehr interessant. Ja, ja, so war das. Oder auch nicht. Wie du dich immer nur verarscht. Aber ich hab's gemacht. Ich war es. Das rote Garados. Sogar Shiny. Okay, es ist nicht direkt Shiny, aber wenn man das zu anderen Generationen rumtauscht, dann wird es als Shiny irgendwie angezeigt. Deshalb habe ich ein Shiny und sogar ein echtes rotes Garados gefangen. Haha. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Du bist bestimmt sehr erschöpft. Total. Sollte ich jetzt ein Pokémon Center auf Route 5 zurückbringen? Nein. Haha. Das Face. Du bist also noch ein Weilchen angeln? Glaub mir. Das kann ich gut verstehen. Ach stimmt, ich muss noch einen Barschwa fangen. Ich bin mir sicher, dass weiter unten auf Route 6 eine Stadt zu sehen ist. Super, aber erstmal. Schon gibt es hier einen Barschwa? Oder ist ein Item? Hypertrank? Mega Crank? Oder habe ich schon Barschwa gesehen? Muss ich mal gucken, mein Pokédex. Pokédex? Aka Pokédex? Barschwa? Was ist das da? Das ist was anderes.
Nee. Ich habe gerade noch einen Yorkliff, genau. Schmerib habe ich gesehen, das ist ein Zubat. Nee. Dann angle ich hier mal, just for fun, wobei ich muss hier irgendwas anklicken, oder? Ich muss erst ins Wasser reingehen und dann kann ich erst angeln. Sobald ich das gecheckt habe, dann bei irgendwelchen Felsen klicken. Und Ausrufezeichen erscheint. Da ist was, okay. Mal gucken. Und? Was haben wir? Eine völlig neue Art zu angeln. Sehr interessant. Woher wusste ich das? Ein wildes Carpador. Yay! Okay, Garados Spiel spielt ja schon ziemlich geil, aber Carpador. Lass ich lieber. Das brauche ich nicht unbedingt. Okay, ist da noch irgendwas? Muss ich mal umgucken. Da kann ich noch angeln. Wahrscheinlich da auch noch. Jupp. Will ich aber nicht. Erstmal ein bisschen umgucken. Wie schön das hier ist. It's so beautiful. Ist mir irgendwas? Ne. Einfach nur ein riesiges. Da ist was. Kann man nicht wieder Land gehen? Ah ne, das ist hier nur so ein Abschnitt. Okay, dann. Hier ist auch nichts, ne? Hier ist ebenfalls nichts, ne? Dann bringen wir bitte zurück auf Route Nummer 5 zum Pokécenter. Denn ich bin zu faul zum Gehen. Also, trage mich, Frau. Als nächstes steht dir Chiaves Prüfung vor. Sie wird im Vela Vulkanpark. Aha, also doch Feuer. Dachte mir schon fast wegen. Ach, wie cool. Vulkan und Glurken alles. Ah, das wird cool. Okay, also nächstes Chiave. Mhm. Ach, und noch was. Hast du die Mogelbahn bei der Ohana-Farm gesehen? Ja, genau. Und die gehen jetzt weg, da ich den coolen Ring habe, den Arkim Z-Ring, da habe ich ein bisschen Schiss davor. Und dann kann ich da weiter auf Route 6. Ich habe schon gecheckt. Ich bin nicht ganz so blöd, wie ich aussehe. Mit meiner Badehose und den Fahrradhelm im Wasser. Auf Labras, auf dem Hochsitz. Das ist ganz normal. Die kleinen Racker waren umgezogen, also habe ich mein Aquium Z ausgepackt und in eine Kostprobe meine Z-Kraft gegeben. Danach haben sie sofort das Weite gesucht. Wie würden sie wohl reagieren, wenn er auch plötzlich für ihre Nase dein Aquium Z zückst? Mal gucken. Tschüss Tracy. Ja, der war schon ganz cool. Dachte schon ein bisschen, dass ich gegen sie kämpfen müsste, aber ne, die ganze Prüfung einfach nur gegen das Lusadien zu kämpfen. Hat er schon besiegt schon, oder? Jo, super. Genau, dann gucke ich mal unterwegs, dass ich einen Yorkliff bekomme. Damit ich wenigstens eins von meinen Quests mal abschließen kann. Yorkliff bist du. Und dein Habitat ist hier überall. Ich muss reinzoomen, zoom, zoom, zoom. So, das ist hier und da, okay, da zum Beispiel bist du. Ihr bist hier ganz oft unterwegs, okay, dann gucke ich da mal. Ist nicht gerade weit weg von mir. Da, reite dich mal schnell hin. Ja, ein sehr weiter Weg. So, ja, Cliff. Come with me. I need you. Und habe ich Glück? Habe ich Glück? Ja! Ach, wie süß. Dieses fällige Gesicht. Level 15? Na, ist egal. Nicht zu sehr kaputt machen. Blut. Nicht verbrennen, bitte. Vorsichtig. Und es brennt, das ist ganz gut, genau. Also gab es ein bisschen mehr Chancen. Gab es jetzt sogar mal einen Brennball oder sowas? Für Pokémon, die brennen? Ich glaube, da gab es mal irgendwas, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Timerball ist, wenn der Kampf länger dauert. Tauchball, Nistball, Netzball, was ist der Unterschied? Netzball, Wasser und Käfer. Nistball mit niedrigem Level, die habe ich ja auch nicht. Dann eine normale Super Bowl. Mal gucken, vielleicht habe ich schon Glück. Und ich warte noch ein paar Ründchen. Aber ich denke, wenn die Brennen sind, die am widerstandsfähigsten, also neben Eis, also müsste es klappen. Perfekt. Denn bei Eis bewegen die sich gar nicht. Und bei Feuer eigentlich auch nicht so. Super. Ich habe ein Yorklef. Da gibt es noch zwei Entwicklungen. Wow. Alles klar. Und 10% von Makala-Pokédex. Richtig cool. Yorklef, Hund. Das Fell aus seinem Gesicht fungiert als Retter, mit dem es Gegner aufspürt. Ah, cool, also wie so Katzenschnurrhaare. Und im ganzen Gesicht überall verteilt. Das ist schon cool. Aber gibt jetzt mal keine Namen. Du bist einfach nur Yorklef, denn. Oh, mein nächstes Team. Nächstes Team, sorry. Bericht brauche ich eigentlich auch nicht, einfach nur in die Box. Denn ich glaube, der war zum Tauschen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich guck mal. Das war eh hier vorne, gleich. Dann machen wir die Quest gleich mal komplett. Dann brauche ich noch dieses komische Gufa am Strand. Und noch irgendeins. Was hast du oder was hast du? Was hast du? Nein, du auf jeden Fall nicht. Nein, 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 nein. Ich will keinen Kaffee, nein, 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 nein. Ganz ruhig, alter Mann. Was hast du? Okay, du hast einen Fruchtball, das heißt, du bekommst einen Tausch an Yorklef. Genau, da bekomme ich einen Fruchtball, genau. Also wird er nur getauscht, also brauche ich eh keinen Raum geben. Okay. Dann gib mir bitte das Fruberl. Und du bekommst dafür Yorklef, das Yorklef. Mit Biss, coole Augen, rechte Hand und Bodycheck. Wiesen, Lockerfähigkeit, Munterkeit. Super. Und weg mit dir. Und hier mit dem kleinen Frubberli. Bitte, dann lass uns tauschen. Du gibst Yorklef in die Obhut von Kihe. Alles Gute. Gott, die Special Effects. Wahnsinn. Was bist denn du? Ich habe eine Weintraube als Pokémon. Was bist du denn? Ein Frubbi. Das hätte ich es auch genannt. Frubbi. Wie das aussieht. Einfach nur eine Himbeere. Keine Himbeere nicht, eher so wie eine andere Beere. Oh, es hat zwei Entwicklungen, okay. Wahrscheinlich am Ende das Ultra-Mega-Ultra-Strauchmonster. 11%. Läuft bei mir. Du bist ein Obst. Die meisten Menschen finden den Schweiß von Frohball zu süß. Verdünnt man ihn aber mit Wasser, erhält man einen köstlichen Saft. Das klingt ein bisschen krass, ekelhaft, pervers, kannibalistisch irgendwie. Wenn man den Schweiß von dem Pokémon, am besten auch vielleicht den Angstschweiß, wenn es in Todesangst ist, dann abschlägt und dann sagt, ah, das ist zu süß. Und dann Wasser dazu und dann, ah, lecker Saft. So, Frubberl. Du kleines Früchtchen. Ach, wie süß. So, damit habe ich dich auch. Und dich brauche ich ja nur für deinen Eintrag. Aber toll. Dieses Yorklef ist ja so süß. Aber Frubberl ist auch unbeschreiblich niedlich. Schau gefälligst, dass ihm immer gut geht. Ja, ja, Ding ist ganz gut. In meiner Pokémon-Box. Du wolltest ein Barschwamm-Plätschübel, okay? Könnte ich auch noch machen, genau, wenn ich schon mal hier bin. Genau, dann machen wir das Ganze auch noch. Und dieses Gufa ist ja irgendwo, Moment, ich guck gleich mal, wo ein Frohbär sich aufhält. Ja, wissen wir das auch. Dann will ich auch eins fangen. Ganz unten, Frohbär 171. Du bist hier irgendwo, habe ich gesehen. Wo bist du? Hallo? Ach, hier.
Wir sehen dann der nächste Weg, oder? Ich glaube, hier war ich noch gar nicht, okay. Dann geht es wohl hier irgendwie weiter. Ich dachte, irgendwo da unten. Ich dachte, es geht hier irgendwo weiter. Denn hier irgendwo waren ja die Mogelbamse. Ja, da müsste es hier nach unten weitergehen. Und hier ist ein Strand, wo eventuell auch das Gufa sein könnte. Mann, Frohball, du bringst den Büchsel durcheinander. Okay, gucken wir erstmal, wo Barschwa ist. Ich denke mal, dass es eher wild ist, anstatt dass es per Angel geholt werden kann. Denn ich glaube, per Angel ist wirklich nur Kappador. Und dann erst mit Superangel, Profiangel und. Gab es noch den Meisterangel oder sowas? Keine Ahnung. Na, gucken wir mal. Ist irgendwo ein grünes Gras. Barschwa. Huh. Was los? Oh, ganz vergessen. Hoppala. Und wir bekommen ein. Oh. Evoli schlüpft aus dem Ei. Perfekt. Huch. Ganzer Kreis. Glaciola. Ach, weil ich schon Glaciola gesehen habe, oder? Aha, interessant. Ist ja cool. Evolution. Nach derzeitigem Forschungsstand kann es sich zu 8 verschiedenen Pokémon entwickeln. Ja, echt mega cool. Okay, da wäre es unbedingt auch ein bisschen blöd, denn ich weiß nicht, an was ich es dann später entwickeln werde. Also benenne ich das auch mal nicht. Nee, die brauchen es auch kein, sorry. Ich werde dann einfach mal irgendwas umtauschen, je nachdem, für was ich es brauchen könnte. Vielleicht sogar für einen Blitzer, damit ich ein Elektro-Pokémon habe, das wäre auch ziemlich praktisch. Obwohl ich schon ein paar Elektro-Pokémon von meiner Box habe, aber ob ich da jetzt welche brauche? Oder vielleicht ein paar neue? Kein Plan. Aber gut, jetzt geht es erstmal in Richtung. Was bist du denn? Was ist das denn? Was war das jetzt? Ich bin jetzt ein bisschen leicht verwirrt. Komm mal her in die Kamera. Was ist das denn für ein Viech? Das ist ein kleines Alien oder was? Gott, ist das wieder hässlich. Feuerzahn. Was soll denn das darstellen? Das ist wieder eins von diesen Pokémon, wo ich denke, du bist. Okay, du sollst wahrscheinlich eine Spinne darstellen. Eine Spinne mit Astronautenhelm. Alles klar. Das ist wieder eins von diesen komischen Pokémon, wo ich mir denke. Da gehen die Ideen. Was ist denn das? Da gehen die Ideen etwas zu krass. Was ist denn das? Eine Plage ist das, okay. Da gehen die Ideen doch etwas zu seltsam oder keine Ahnung, dass denen nichts mehr richtiges Geiles einfällt, dass sie dann einfach irgendwas machen. Bei Game Freak. Sehr seltsames Pokémon, aber gut. Dann kennen wir dich auch. Araku. So, mal gucken, wie lange mein Barschwa findet. Ich sehe gerade, die Zeit läuft schon wieder ab. Das ist so schon, die Zeit rennt immer so schnell davon. Wenn Barschwa müsste doch noch hergehen, oder? Ich gucke mir noch zwei Pokémon an und wenn da keins dabei ist, dann bin ich einfach mal den Part. Und im nächsten Part gehen wir dann weiter in Richtung Mogelbamse. Beziehungsweise in Richtung von den Vulkan. Zur nächsten Prüfung. Ein bisschen schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach angeln vielleicht. Ich denke mal, da wird es wirklich nur Kappador geben. Oder habe ich diesmal einen Barschwa? Das wäre perfekt. Das war klar. Okay, nie wieder angeln. Konnte nicht aussehen.
Und tschüss. Sorry, Schnurripur. Ich weiß, das sieht ultra lecker aus, der Fisch, aber den brauchen wir nicht. Dafür sind wir uns zu schade. Ach, wie schön. Und raus hier. Und rein in dieses kleine Gebüschlein. Jetzt haben wir hier Glück. Hallo? 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 Hallo, ich kenne Wingull. Den brauche ich nicht, aber... Schön, dass es dich gibt. Flucht. Aber dieses nervige... Wo ist dieses Pokémon suchen? Gucken wir hier nochmal. Okay, dann auch noch einmal, wenn es nicht ist. Ein Kapsel. Eine kleine Waschmaschine. Stimmt es, wo ich zum Dings gehe, zum Feuerhügel? Könnte ich ja Waschmaschine noch mitnehmen. Ist ja gar nicht mal so blöd eigentlich. So, ist hier noch ein Pflanzengebiet? Ich glaube nicht. Dann gucke ich einmal nochmal nach, was ich hier finde. Aber wenn das jetzt kein Schmerbe ist, dann lassen wir es. Ne. Zweite Waschmaschine, sorry. Das muss nicht sein. Sehr, sehr schade. Sehr ein bisschen blöd, denn ich will einerseits schon weiterspielen, aber andererseits auch die ganzen Pokémon und die ganzen Quests machen. Also Pokémon fangen und finden und die Quests machen. Also das, was ich Quests nenne. Wow, up. Ist eigentlich Eldonsruf komplett anders geworden? Also in erster Edition? Wolke 7. Aha. Eldonschwert auf Wolke 7, sehr interessant. Wusste ich jetzt auch gar nicht. Raus hier. So. Dann ein bisschen schwimmen. Und dann reisen wir wieder ganz gemütlich auf meinen Hochsitz. Was ist das für ein komischer Stuhl? Wieder zurück. Okay, vielleicht ist das direkt auf Lapras Rücken sitzen ja irgendwie Pokémon verachtlich irgendwie. Keine Ahnung. Oder gegen die Pokémon-Rechte, was weiß ich. Paras. Sorry, die frage ich aber auch nicht. Du bist entkommen. Mann, Mann, Mann. Kein Schmerbe weit und breit. Aber schöne kleine Fußabdrücke. Ach, wie süß. Naja. Raus hier. Hoppla. Erstmal rülpsen. So. Dann sind wir wieder mal hier bei meinem guten alten Pokécenter. Und weiter geht, das sehen wir dann im nächsten Park. Nächsten Part. Nicht im nächsten Park, im nächsten Part. Im nächsten Video. Ihr wisst, was ich meine. Und dann gehen wir weiter zur Route Nummer 6 in Richtung von den Vulkanen. Und dann gucken wir erstmal, was die Mogelbaumse zu unseren Aquium Z sagen. Den ich gar nicht angeguckt habe. Fällt mir gerade ein. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Und die ganzen Nieten haben wir hier. Und wo ist er denn? Ach, ich bin so dumm. So. Medizin, Items, TM, Bärenbasis, Items, Messzeugtasche. Hier sind wir. So, und da haben wir das Aquium Z. Kristallisierte Z-Kraft, die Wasserattacken zu Z-Attacken aufstuft. Hyperbedarf automatisch vervielfacht. Und da wir kein Wasser-Pokémon haben, machen wir das dann bei Waschmaschinen. Das holen wir uns am nächsten Part ganz kurz rein. Dafür kommt Evoli raus, denn die brauche ich jetzt aktuell nicht, vielleicht eventuell später. Und ja, dann reisen wir weiter ins nächste Gebiet. Und ja, mal gucken, wie wir uns dann am Vulkan, Berg, Hügel, Dingsbums schlagen. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.